Und da denke ich mir dann halt schon wieder so im stillen Kämmerchen, wenn man es nicht richtig kann, warum lässt man es da nicht einfach? Warum legt man es darauf an, dass es schief geht? Ich habe die Möglichkeit auch nie gehabt, es drauf anzulegen. Mir hätte höchstens jemand für Geld geholfen, weil, hallo? Ich war ja da so, oder bin ich nach wie vor der Obermeier für sowas in der Klasse. Oder generell so im Umfeld. Gut, vielleicht jetzt meine Arbeitskollegen da, aber ansonsten in der EDV-Abteilung. Und die kenne ich ja auch erst jetzt, weil ich mal so weit gekommen bin. Naja. Aber das ist generell so eine Sache. Das war auch so, wo es drum ging, weil einer da bei GTA 5 seinen Prozessor ein bisschen ausgelastet ist. Und gefragt so, ja, wie es bei mir so geht, habe ich gesagt, na, kann ich wenig dazu sagen, habe über 1 GHz übertaktet, da läuft's halt, ne? Und dann wollen die dann auch wieder übertakten und hin und her und dann kriegen sie es nicht richtig hin und Mann. Dann verlangen die Leute immer so generelle Antworten, wie das jetzt funktioniert und wie viel sie hinkriegen. Ja, was weiß ich, jeder Prozessor ist unterschiedlich. Tja. Ja, das ist immer so, wenn die Leute von dir so schnell Lösungen für ihr Problem wollen, aber es halt leider nicht so einfach ist. Und ich meine, ich habe das jetzt auch zum dritten, vierten Mal gemacht bei meinen eigenen Geräten, aber es dauert trotzdem immer lang. Also Cyanogenmod jetzt auf ein Android-Gerät drauf zu machen, weil es ist ja nicht gewollt von den Herstellern, das heißt, es geht fast nie wirklich reibungslos. Irgendwas ist immer. Es ist schon ein bisschen friemlich. Und es gibt theoretisch auch eine App dafür, die das macht von Cyanogenmod selber, aber die funktioniert nicht richtig. Also es ist friemlich. Jetzt haben wir tatsächlich noch verloren, ich glaub's, ne? Ja, es hat gut angefangen. Aber mir gefällt bei der Karte das Ende da hinten auch nicht im Gewächshaus. Irgendwie, das mag ich nicht. Ich weiß nicht warum. Ja, es geht. Es geht. So, Zambas Downpack. Ab geht's. Dann krieg ich gerade immer nur eine Charakterbesserung. Was soll das? Ja. Wie? Was? Eburalkami, Fiburalkami, ach was weiß ich. Wow, jetzt wird's aber da drüben wieder leer. Ja, tatsächlich. Ich glaube, ich muss noch ein spektakuläres Spielcharakterpack kaufen. Okay. Naja, naja. Jetzt bin ich mal gespannt, als was ich gleich starte. Denkst du, wirst ins andere Team verlagert? Mhm. Weiß nicht, ob das immer die untersten sind oder ob es random ist. Ich weiß es nicht. Ich schätze mal random. Ja, müsste eigentlich. Sonst werden immer die unteren, wird es ungleich werden. Von der Stärke der Spieler. Ich bin jetzt Zombie, nee, das... Ich bin Pflanze. Ah, dann haben sie mich also doch gebalanced. Oder dich. Moment. Nein, ich war nämlich gerade Zombie. Stimmt, dann haben sie mich... dann wechsle ich einfach wieder. Was? Oh. Da hockt jetzt der Nachtwächter bei EA und denkt sich, was für ein Arschloch, da wird er gebalanced und wechselt erst recht wieder. Hey, langsam habe ich echt keine gescheiten Topfpflanzen und so mehr, das geht mir echt aus. Weil ich das Zeug hier reinpflanze wie nichts. Ich halt irgendwie nichts krieg halt. Weil ich, diese anderen Packs da... What? Hilfe, hier geht's ja schon los. Kann ich davor mal nicht... Ich will einen Gong, bevor es losgeht. Wenn der Wrestling-Star, wenn man da quasi geschossen hat, bis
Das ist überhitzt, dann kommt da so ein Ding. Ah, lad doch auf, Junge, lad doch auf. Diesmal habe ich mich rechtzeitig daran erinnert, dass ich so eine Funktion habe. Also nicht ich, mein Charakter. Klar, ich lade mich vom PC auf. Boah, das war, ich glaube, am Donnerstag oder so. Also bei meiner Jacke ist es generell so, dass ich mich da gerne elektrostatisch auflade. Und ich dann eigentlich immer eine gewischt krieg vom Kleiderständer. Aber irgendwie am Donnerstag war, glaube ich, die Luft mal wieder besonders trocken oder so. Aber da habe ich dermaßen eine gepfitzt bekommen. Da hat man, glaube ich, sogar einen kleinen Funken gesehen. Das war echt übel. Ja, normal sieht man kaum was und pitzt nur so ein bisschen, aber das war richtig übel. Weil normal bin ich das gewohnt. Ich gehe da halt hin, hänge meine Jacke hin und kriege eine gewischt. Das ist so das Heimkommensritual. Aber da habe ich so richtig eine gewischt bekommen. Das hat mich selber schon verjagt. Das war echt ordentlich. Ich weiß nicht, ob ich nicht vielleicht zum Zombies wechseln soll. Was? Ja, weil während sind wenige Spieler im Team, sind die Zombies halt einfach besser. Das ist halt so. Mann, die Challenge. Jetzt wird Challenge. Außerdem wird es ja dann für uns noch mieser, wenn dann alle wechseln. Da kann es ja nicht, wenn so alle denken würden wie du, was wäre denn dann? Ich glaube, es ist jetzt gerade einer gewechselt oder es ist einer im Zombie-Team dazugejoint. Hm. Ich sehe jetzt auf jeden Fall auch noch mehr. Dann kann ich jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr wechseln. Ja, das ist dann das Nächste, ja. Dass wir das verhindern. Ja, das geht so. Nutzt die Aufladungsfunktion. Ja, Entschuldigung. Tot. Ach, da drüben waren welche. Mist. Die habe ich übersehen. Oh, was? Ja, die sind gerade zwei mehr. Das ist unfair! Oh Mann! Michel. Ich will immer Michel lesen oder Michel. Michelin. Der Michelin, Mann. Yeah. Das ist eine coole Werbefigur. Nee, du. Dann gehen mir echt die Topfpflanzen aus. Oh Mann. Yellow River. Yellow. Hallo. So. Denn die Vampir-Zombies, bitte. Richtig, ekelhaft. Alter, was? Mann, der hat mich gut ausgetrickst. Das war gut. Taktisch nichts zu meckern. Alter, genau, wie viel Reichweite hat denn der, bitte? Also es gibt ja hier viele dämliche Kills, wo man sich einfach nur drüber ärgern kann, aber... Und das ist eigentlich das Schöne, es gibt ab und zu so Kills, da denkst du echt, Respekt, der war gut. Also halt nicht diese Standard irgendwie von hinten angerannt kommen, abgeschossen, sondern so richtig einmal umkreist, drüber gehupft oder irgendwie sowas. Oder kurz bevor du deine Rakete zückst, er seine. Da denkst du einfach, saubere Sache. Solche... Wenn ich von so einem da getötet werde, ganz im Ernst, voll in Ordnung. Da habe ich kein Problem damit. Ah.
kommt. Uah! Was? Wo kam denn die her? Alter, was? Das gibt's ja gar nicht. Drive-thru. Tot. Well, von wo, hallo. Hä? I mean, I don't understand this. Ich blick's einfach gerade wieder überhaupt nicht. Ja, kenn ich. Ey, wir sind so wenig. Alter, wo ballern die denn? Alter, was? Wo ballern die denn immer? Das gibt's da gar nicht. Die haben ja noch 10 ungelistete Spieler hier. Darf ja wohl nicht wahr sein. Ja, die haben noch Bots dabei. Ja. Was zum... Nee. Steht einer auf dem Dach. Ja, dann, da bin ich dabei. Na komm! Wow, wo kommt der denn her? Lasset dich töten. Boah, was? Wieso, weshalb, warum, wenn er nicht vorschlägt, um. Was? Da sind tolle Zombies, die gibt wow. Es überall zu sehen. Okay, die Z4-Armbrust, die war einwandfrei gezielt, das ist super. So, dich habe ich gesehen, mein Freund. Dich habe ich gesehen. So, ja, guckst du, ja, auf die andere Seite, da kann ich auch schießen. Bleib mal schön da hocken. Aber ich schieße deinen Kumpel dabei ab. Das ist mir gleichgültig. Und jetzt kommst du gleich dran. Mann! What? Hey, von wo? Hallo, hey, von hinten, du Sack, du Blöder. Jawohl, die Kaktee hat ihn doch noch gerichtet. Das ist immer das Schöne, wenn sie da oben an einem arbeiten. Und dann kommt von hinten die Verstärkung, die dich gleich rächt. Oh. Das ist dann gerade noch verkraftbar. Kann man machen. Ja, da stirbt sich viel angenehmer. Wenn man weiß, dass man gleich gerecht worden ist. Da ist der Wurm drin. Ich muss aufi. Der Bär ruft. The end is near. Wie man es nimmt. Blöd. Ich dachte doch, the end is never. Never ever. Ach halt, Wanze. Zoom, 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 zoom. Gericht, why? Yeah. Warum? Von wo? Weshalb? Wofür?